Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Final Fantasy X. Jetzt sind wir endlich im Tempel von Kilika und gehen auch gleich in die Hallen der Prüfung. Jo. Mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Und ob ich mich an die ganzen Rätsel erinnere. The faith is below. Let's do it! The faith? But first, the Cloister of Trials. Kamari, Waka, ready? Strength, everyone. Hey, what gives? You're not a guardian yet. We'll be back as soon as we can, okay? Oh, sure. Soon. Like tomorrow soon, I bet. So, was können wir jetzt hier machen? Nicht. Aber der Fahrstuhl kommt ja wieder. Ich habe jetzt schon wieder am letzten Part gesehen, dass ich schon wieder so einen Bildfehler habe. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich habe alle Einstellungen wie immer, wie bei meinen anderen Projekten, und es klappt nicht. Yuna? Then why are you here? Hey, I'm not a guardian, so I'm not supposed to go in, right? Not a guardian, you say? Hey, wait! Let me go! Go! Hey! What's a big idea? Just a little game. Huh? This is bad. Really bad. So, und ab geht's in die Prüfung. Was ich sagen wollte, war, dass die Fehler natürlich... Only guardians allowed. And I'm sure no guardian. Well, I guess it's too late now. Dass die Fehler nur bei Standbildern auftreten. Und insofern ich jede Aufnahme am Anfang einfach mal ein bisschen laufen lasse und ein bisschen rumlatsche und dann erst die Aufnahme beginne. Also halt anfange zu sprechen und den Rest vorher dann rausschneide, dann starte ich auch nicht mit dem Standbild und dann dürfte der Fehler am Anfang auch weg sein. Bin mal gespannt, wie das in kommenden Parts ist. Also wie gesagt, Bildfehler, Zerreißen des unteren Bildschirmdrittels nur bei Standbildern. Keine Ahnung, woran es liegt. Hab alles auf Standard, wie immer. Funktioniert nicht. Mal sehen, was daraus wird. Jetzt aber erstmal zu den Hallen der Prüfung in Kilika. Ist ja so eine Art Feuertempel. Ja, zu viel Zelda gespielt, ey. Spheroiden von Kilika haben wir genommen. Dadurch erlischt das Feuer und wir können hier durch. So, legen wir den mal hier rein. Jo. Nichts passiert. Insignia, der macht ja immer Wege frei. Oder der öffnet Wege. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, gut, dann nicht. Dann packen wir dich hier rein. Und den Kilika. Spheroiden hier hin. Ein leuchtendes Zeichen erscheint. Und somit packen wir den wieder hier rein. Und berühren wir das Symbol. Jupp. Ich glaube, ich brauche den hier gleich. Muss den gerade mal irgendwo ablegen.
Verliere ich den, wenn ich jetzt hier rauf trete? Ich hoffe nicht. Ne, gut. Ja, ich leg den nochmal ab. So, jetzt nehmen wir die Sache hier mal raus. Ich weiß gerade nicht, was er gebracht hat, aber... Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt irgendwelche Steine hier plötzlich nicht mehr habe. Denn jetzt muss der Block oder der Altar da in das leuchtende Feld rein. Ich finde, die Prüfung geht noch. Die Prüfung, die ich am wenigsten mag, kommt erst noch. Ja, weiß ich auch gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Denn... Mensch, was ist los hier? Hier, jetzt brauche ich den Insignia. Und pack den mal da in die Wand rein. Ja, es gibt zwei Tempel, mit denen ich nicht so gut klarkomme. So. Das Feuer ist weg und hier ist der Fraktura-Spheroid. Das ist natürlich wunderbar. Ich darf jetzt nicht zu viel machen, denn ich möchte ja noch nicht den Tempel verlassen. Ja. Da ist nämlich schon der Ausgang. Und wir haben noch keine Truhe und wir brauchen aber das Geheimnis für die Secrets, die ich dann später gerne holen würde. Ja. Fraktura. Fraktura war hier. Schade, ne? Ich wollte es irgendwie halbwegs geordnet hier machen. Jetzt bin ich rumgerannt wie irre. So, Fraktura hier unten rein. Wand weg. Bam. Und eine Truhe mit roter Reif. Für Kimari, glaube ich. Jo. Hier haben wir nur Strom 50%. Hier haben wir Strom, Hitze, Kälte. Ist natürlich schöner. Und das war's dann schon mit dem Killika-Tempel. Tempel von Killika. Und somit kriegen wir unsere nächste Bestie. Viel Spaß bei der nächsten Cutscene. Oh, ja. Gut. Müsste aber gleich eine kommen. Whoa, whoa, whoa! It was Donna and that big musclehead man. Yuna will be the one to suffer the consequences. What consequences? She could be excommunicated. Just wait. So what's in there anyway? The faith, remember? Oh yeah, that thing, right. The faith are people who gave their lives to battle sin. Yevon took their souls, willingly given from their still living bodies. Huh? Now they live forever, trapped in statues. But when a summoner beckons, the souls of the faith emerge once again. That's what we call an aeon. All that in this room? So, what's Yuna doing in there? She prays with all her heart for a way to defeat sin.
Das ist jetzt natürlich wichtig zu wissen. Wie die Leute hier einen Aeon oder eine Bestie definieren. Okay. Okay. Na, okay. Ja. Bin ja nicht blöde. Bin ja nicht blöde, latsch nochmal hin, alles klar. The chamber beyond is a sacred place. Only summoners may enter. What? Even guardians can't go? It's taboo. Oh. Ja, was soll ich denn dann jetzt machen? Also ich habe mit Wacker mit Lulu gequatscht. Jo. There was something I didn't tell anyone else that day. That song we heard there in the temple, I knew it from my childhood. It was proof that Spira and Zanarkin were connected somehow. At least to me it was. Maybe that's why suddenly I felt like I just wanted to go home. I tried to say something to tell them, but the words wouldn't come. Ifrit, unsere erste elementspezifische Bestie, würde ich mal sagen. Lassen wir so. Die geht ziemlich ab. Müssen wir nochmal rein? Nee, eigentlich nicht, ne? Hier hat sich auch nichts verändert. Hier, habt ihr was mitgekriegt, Leute? Dies ist der Tempel des Feuers. Selbst in den Hallen der Prüfung schießen Flammen hervor. Ja, genau, bla. Wenn jemand die Ordnung bricht und so weiter, wird er sein Leben lassen. Ja, haben wir gesehen. Auf Wiedersehen, Killika. I thought I had put my feelings for Zanarkin behind me. But they were there, and they grew inside me bigger and bigger, till I was just about ready to burst. Hey, wie er da rumgehüpft ist, ne? Are you okay? I don't know. What do you want to do? To scream real loud? Yeah. Gut, damit sind wir zurück im Killika-Wald. Ich latsch da mal schnell durch. Wenn ein Kampf kommt, lasse ich ihn drin. Wir sind schon bei 11 Stunden, Leute. 11 Stunden. Wir sind noch ganz am Anfang. Aber ganz am Anfang. Ich würde fast so weit gehen und sagen, kurz vor Ende oder kurz bei Dreiviertel des Spiels, also wenn man Dreiviertel hinter sich hat, fängt das erst richtig an, denn dann kommt ja diese ganze optionale Sache dazu.
prayers. Ich könnte euch genau den Zeitpunkt sagen, den ich meine, aber es bringt nichts, weil dann würde ich spoilern und da habe ich keinen Bock drauf. Aber ich kann euch mal zeigen, unsere neue Bestie, Ifrit. Zu der Ekstase von Valvaris, die werde ich euch natürlich auch noch zeigen, wenn wir sie brauchen. Wird noch schnell genug der Fall sein. Yo, ich werde die Ekstase erstmal auffüllen. Mal sehen, wie viel die jetzt Schaden machen. Ja, läuft. Harte Tour habe ich ja schon mal gesagt, ne? Erhöhter Schaden, den wir nehmen, aber dafür auch erhöhte Ekstase-Füllmenge da unten. So. Ja, bevor ich jetzt drauf gehe, rufe ich die lieber zurück. Wie gesagt, kann ich euch alles später zeigen hier. Wiedersehen. Jetzt gibt's Kloppe. 780. Ne, komm. Wundersphäroiden hatten wir relativ wenige. Hauen wir mal drauf. So, läuft doch. Dann, Feuer. Ich werde, sobald wir Feuerer und so weiter haben, werde ich diese einfachen Zauber alle vernachlässigen. Ja, meinetwegen. Gotcha covered. Tilos hat ein schickes neues Schwert. Wie gesagt, sind so diese Kleinigkeiten, wenn man mal drauf achtet, dass sich auch die Waffen und Rüstungen verändern. So, wieder ein Wunderhieb für Wundersphäroiden. Sammeln steigt Magie und Zauberabwehr der Gruppe. Na, da war ich ja vorhin gar nicht mal so falsch. Lebt noch? Schade. So, jetzt nicht mehr. Tschüss. Jo, wir haben ziemlich gut Kohle. Also über 10.000. Würde mal sagen, läuft. Und damit verlassen wir jetzt auch Kilika. Jo. Hoffe, ich habe nichts vergessen. Genau, mit ihm hier vorhin kam ein Medium namens Donnerfall hier vorbei. Sie wollte auch aufs Schiff. Och nö. Haben wir die auch noch an Bord, ey. Hey, sagst mir was Neues? Was guckst du so? Ist hier kein Zoo. Ja, es tut mir leid. Er wurde von Sinn und so weiter. Habe ich die Kiste aufgemacht, die da stand? Da war gerade eine Kiste. Ich guck nochmal kurz. Kiste? Ja, ist offen, ne? Ja. Richtig schöne Melodie hier. So ein schönes Meer, aber Sinn lauert irgendwo da draußen. Wenn ich daran denke, wird mir ganz anders. Die
haben wir schon gesprochen auf dem Hinweg. Mit ihm hier auch. Wegen Sinnesgrenzkritiker total entmutigt. Wenn unser Team beim Turnier gewinnt, würde das die Leute aufmuntern. Ja, hier Mitleidssieg oder was? Läuft nicht. Wird schwer genug, da überhaupt zu gewinnen. Sollten lieber auf den Weg machen, ja genau. Jupp. So. Was sagst du? Das ist meine Heimat, auch wenn sie ein Trümmerhaufen ist. Ich will nicht von hier weg. Unser Tutorial-PC. Ne? Hier ist Sphärobreit-Erläuterung. Ich glaub's nicht, ich komme nicht raus. Okay. Die Sache konnte ich mir am Anfang schon nicht. Ist mir am Anfang schon passiert, dass ich mir das Tutorial zweimal eingezogen habe. Ist jetzt natürlich Zeitverschwendung. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt schon überhaupt dazu erzählt habe. Also wie gesagt, wir sammeln Sphero-Level, können dadurch Schritte auf dem Brett gehen. Benachbarte und Felder, auf denen wir stehen, ausfüllen. Jeder Statuswert hat ein eigenes Symbol als Feld. In die Felder setzen wir dann bestimmte Spheroiden ein. Ich glaube immer so drei verschiedene Statuswerte werden durch einen und denselben Spheroiden gesteigert. Das heißt, man muss auch immer gucken, dass man genügend von jedem hat, sonst musst du die Felder leer lassen und die Rückwege sind unnötig. Verbrauchen ja unnötig Sphero-Level bzw. Schritte auf dem Brett. Später kann man dann auch noch die leeren Felder, auf dem Tidus gerade steht, auf einem wie Tidus gerade steht, kann man auch noch ausfüllen, individuell. Dann kann man alte Felder wegsprengen und durch neue ersetzen. Kommt aber alles viel später. Grundsteuerung im Kampf, ja, kann man jetzt hier alles üben. Ich glaube, habe ich euch schon mal gezeigt. Ist ansonsten auch echt nicht so wichtig. Aber sehr detailliert erklärt. Ist natürlich super, wenn man so ein Ingame-Tutorial-Ding hat. Gerade bei der neuen Fassung, die einfach mal keine Gebrauchsanweisung mehr hat. Die PlayStation 2-Version von Final Fantasy X hat ein richtig schönes Bedienungs-, wie sagt man? Dingensheft hier. Booklet. Ne, ihr wisst, in so einem Spiel da diese Gebrauchsanweisung. Richtig schön. In Farbe, dick, viel zu lesen, schön bebildert und so. Die HD-Fassung hat 3-4 Seiten. Schwarz-weiß. Richtig sparsam. Danke, Square. Yay, wir haben dich gerettet, ich weiß. War das nicht auch ein Laden? Das Hotel war ja oben, dann müsste das hier ein Laden sein, ne? Der Inhalt der Kiste gehört dir. Nee, ja, nichts zu essen, bla 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 bla. Gut. Ah, hier war der Laden. Aber die Kiste kriege ich immer noch nicht, ne? Nee. Bürschchen und so weiter, sie sind ein Kunde, danke. Verkaufen. Ich möchte erstmal ordnen. Das bringt es nämlich komischerweise wirklich. So, und jetzt möchte ich mal bitte verkaufen. Blitzschwert behalten. Ich werde erstmal so viel behalten, weil man kann so viel tragen an Ausrüstung, bis wir wirklich verkaufen müssten. Aus Platzgründen dauert es eine ganze Weile. Auch aus historischen Gründen behalte ich das Langschwert. So eine Scheiße kriegt man nicht so schnell wieder. Okay, ich laber ziemlich viel Schrott. Die Harpune zum Beispiel ist total unnötig. Ja, tschüss. Ja, weil wir haben ja hier auch Durchschlag. Hier haben wir Durchschlag durchschauen und hier auf der Harpune war nur Durchschlag, braucht kein Mensch. Kälte, Hitze,
und so weiter. Giftschutz, HP plus 5, zweimal. Brauche ich auch nicht zweimal, kann ich eh nur einmal anlegen. Gift, Blindschutz, einmal mit einem freien Feld und einmal ohne freiem Feld, dann kann das ohne freiem Feld natürlich weg. Und das war's. Ich weiß, die Anfangsausrüstung könnte ich jederzeit auch noch eigentlich verkaufen, mache ich aber nicht. Zumindest noch nicht. Warum nicht, weiß ich selbst nicht. Nur noch das hier reparieren und dann geht's auf nach Luca. Jo, dann geht's auf zum Blitzball-Turnier. Bord. Off to Luca at last. The matches start soon as we get there. So rest up on the way, yeah? Dann mache ich gleich einen Cut und wir sehen uns auf dem Schiff wieder. Oder? Ne, ich lass noch kurz. So eine schöne Musik, ey. Wahnsinn. Wie gesagt, auch wenn es sich immer nur um Variationen desselben Themas handelt. Das ist der Wahnsinn, Leute. Bald geht's ans Eingemachte. Ich hätte gerne mal getrainiert. Was? Ich hätte gerne mehr... Ach, mehr trainiert. Ich hätte gerne mal trainiert. Ja, so siehst du aus, als hättest du nichts gemacht. Nee. Den Luca-Typen werden ich... Was? Ich kann nicht mehr lesen, ich muss schlafen. Den Luca-Typen werde ich eins überbraten. Ich meine, den würde ich es gerne zeigen. Mit den Typen aus Luca auf einem Schiff zu sein, macht die Sache nicht einfach. Ja gut, die sagen alle nur einmal was. Irgendwie fühle ich mich beobachtet. Das Mittel gegen Seekrankheit aus Kilika tut seine Wirkung. Was sagst du? Da ist eine Kiste, nicht übersehen. Unsere Mädels hacken irgendwas aus. Oh, ich krieg Angst. Kiste. High Potion, danke. Hey, du bist ja schnuckelig. Willst du etwas Spaß haben? Und die andere? Der Junge von den Auros. Der ist doch echt süß, oder? Ja, nur leider seid ihr scheiße. War nicht so gemeint. Und da ist Donna. Some people can be so rude. Halt's Maul. It might not mean much, but good luck in the Bald fängt das Turnier an. Oh, die Verzögerung, ole. Ich denke, du hast keine Stimme, aber okay. They ask a fortune for rags in Beside and Kilika. Well. My business is in shambles. What's an Ohaka to do, I ask ye? Am I spotting me some gill again, lad? Yo. Ich geb dir zwei. Ach so, bisher ausgeliehen. Nee, muss oben gucken. Sorry. Ich hab ihm 1002 gegeben. Ich gebe ihm... Ich gebe ihm... 48.
Nee. Ich gebe ihm nur 39. Wie ich jetzt gerade auf 48 kam, weiß ich auch nicht. So, hier nimm. Make it up to you. Die Tür da hinten geht nicht, okay. Hier erstmal ein Speicherpunkt. Der wird noch wichtig, wenn ich hier gleich eine Sache verkacken werde. Was ich nicht hoffe. Okay. Aber wie ihr seht, ich behalte hier die alten Speicherstände nach wie vor noch ein bisschen. Dann nehmen wir den jetzt. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber ich denke mal, wenn eine Aufnahme in den Arsch geht, dann kann ich nochmal einen älteren Speicherstand laden, ohne irgendwie von vorne anfangen zu müssen. Könnte von Vorteil sein. Ich wollte ja auch mal einen Cut machen, ne? Ist schon wieder so spät hier. Ja, die ist immer gut drauf, ey. Gut, dann werde ich jetzt an dieser Stelle einen Cut machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Im nächsten Part werden wir die ganze Schifffahrt hier fertig machen. Inklusive aller Dialoge, aller Möglichkeiten, optionalen Items, keine Ahnung was alles. Und kann ich bei ihm eigentlich einkaufen? Hey, kann ich bei dir schon einkaufen? Nee. Gut. Ja, und dann werden wir an Luca ankommen und unser Blitzbeispiel machen, was wir hoffentlich gewinnen werden. Bis dahin, alle Dude-Leute, und auf Wiedersehen. Ciao.